Hallihallo, herzlich willkommen in meinem Kanal Stampin' Himmel. Das hier ist ein Ausschnitt von meinem monatlichen Kartenworkshop im Februar. Wir haben vier verschiedene Projekte gebastelt und hier findest du eine davon. Das ist die Karte. Das benutzt wieder diesen Papier von der Celebration und die gleiche Stempelset, die bezaubernde Botschaften, auch die Lavendelwiese, damit wird gestempelt. Dann haben wir Farbkarton im Fräschenlila, der ist 21 cm mal 14,5, 14,85. Dann haben wir Farbkarton in Lagunenblau und das ist 10,5 cm mal 8 cm und dazu kommt ein Designerpapier, das ist der gleiche, die wir eben nicht der gleiche, ähnlich, die, ah doch, die gleiche, die wir genommen haben, der ist aber 10 cm mal 7,5 cm und das befestigen wir hier mit dich auf den Auflege. So. Und die Farbkombination kommt halt direkt aus dem Designerpapier, weil wir ja sehen, dass diese Farbe hier alle vorhanden sind. Dann brauchen wir auch einen Etikett. Und zwar, ich habe mit den Hexagonen, habe ich mir aus Lagunenblauen Farbkarton noch ein Hexagon ausgestanzt. Und hier mit den Stanzen aus dem neuen Mini habe ich mir diese Stanze, das Etikett ausgestanzt. Die ist aus diesem Set bezaubernde Botschaften. Also das ist ein Produktpaket mit diese Stanzen und diesen Stempelset und ich hier mir diesen Etikett ausgestanzt habe. Dann stempeln wir zweimal und zwar mit Fräschenlila und mit Lagunenblau. Mit Fräschenlila stempeln wir den Spruch. Das finde ich ein toller Spruch. Das ist Allzustellung, gute Laune Post. Kann man ja öfter gebrauchen. Und dann stempel ich mir hier in das Etikett rein. Allzustellung, gute Laune Post. Und hier mit Lagunenblau stempeln wir diesen Zweigen, stempeln wir mehrmals. Das ist größer als mein Etikett, aber ist egal, ich will eigentlich meistens, dass man halt hier oben sieht, meine Zweige. Ich kann es hier nochmal hinten machen. Und so habe ich ein schönes Hintergrund für das Etikett. Dann kommt diesen kleinen Spruch, kommt hier. Machen wir ein paar Dimensionals dazu. Das sind die Reste von der Packung. Die hier mittig. Und bevor wir das Etikett befestigen, dann machen wir wieder mit dieser Geschenkband, können wir die so ein bisschen, um, nicht ein bisschen, wir wickeln das so um den
auflege. Ich gucke, dass ein bisschen davon rausguckt und schneide ich mir so ein bisschen länger als das Aufleger ist und schneide so ein bisschen in Diagonal. Dann so ungefähr. Das kann man ja noch abkürzen. Ja, dann nehme ich wieder das doppelseitige Klebeband. Doppelseitige Klebeband. So kann ich diesen Geschenkband festhalten und hier auch. Ich will aber die ein bisschen auseinander gehen. Ein bisschen versetzt. Die klebt ein bisschen. Das wird ja verdeckt, deswegen kann ich das ein bisschen so verschieben. Und das hier auch ein bisschen verschieben. So. Okay. Warte, noch nicht aufgeben. Das wird gut aussehen. Bevor ich hier. Okay. So, das ist die Idee. Seht ihr? Wenn das verdeckt wird, dann sieht man nicht so, dass es schief ist. Ich muss das hier noch ein bisschen abkürzen. Und das kann man eigentlich so lassen. Dann das wieder mit Dimensionals kleben. Einmal hier. Einmal hier. Wieso habe ich hier noch Reste? Die kommen hier zu. Genau. Ups. Kann durch ein bisschen. Und dann nochmal Dimensionals für den Aufleger. Ich brauche nicht diese Folie zu entfernen von den doppelseitigen Klebeband, weil das wird ja nicht kleben auf dem Papier. Das war mir nur wichtig, dass ich das halten kann. So muss ich keine Schleife binden. Und voilà. Es kommen natürlich ein paar von den Glitzersteinen dazu. Jetzt habe ich diesen Teil, den ich benutzt habe, um meinen Fehler, die erste Verpackung zu korrigieren. Ah nein, ich habe jetzt den Kleber entfernt. Da bin ich nicht gewohnt, mit diesem Ende die Glitzersteine zu holen. Jetzt habe ich den Kleber nochmal geholt, denke ich. Und nehme ich dann wieder mit hier auf mein Papier. Okay. So, wo kommt die dritte Steine? Jo. Voilà. Jetzt ist dann unser dritte Projekt für heute fertig. Das war echt wirklich einfacher als die Verpackung. Aber ich finde, es sieht ganz toll aus mit dieser Kombination. Deswegen habe ich diesen Designerpapier kann man sehr gut kombinieren mit der Lavendelblüte. Und das war meine Auswahl für heute. Schau dir gerne die anderen Videos an und bastel gerne nach. Alle Bestellungen, die bis zum 10. des Monats bei mir abgeschlossen sind, mit einem Mindestbestellwert von 40 Euro, dazu kommen noch die Versandkosten, bekommen von mir bis Ende des Monats das Bastelpaket, um die ganzen 4 Projekte zum Nachbasteln. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen, Nachbasteln und Bestellen. Mach's gut!